zu Officer Nicholas zurückkehren. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Deus Ex Human Revolution oder Deus Ex Human Revolution, ist doch egal, wie man es ausspricht, ist doch alles das Gleiche. Wir haben Jacob White in der letzten Folge erledigt und ja, er scheint ein ziemlich dummer gewesen zu sein. War zuerst brenzlig, aber ich habe ihn doch noch betäubt, lebend natürlich. Hat nur ein paar Schüsse gebraucht. Ernsthaft? Er hat Geschütze aufgestellt. Das Ding läuft sogar noch. Aha. Alter, überall dieses Geschütze. Wow. Aber sonst alles frisch. Der hat sich wieder aufgestellt. Naja, egal. Gut, Oh. Was ist denn das? Es wird mal. Oh, die. Oha, der hat eine Bombe. Ich muss sie entschärfen. Natürlich keinen Code gefunden. Das Problem ist, wahrscheinlich werde ich keinen Versuch haben. Denn wenn ich versage, geht die hoch. Kann mir auch gut vorstellen, dass er nicht gerade schlau genug gewesen ist, das Ding ordentlich zu verschlüsseln. Oh oh. Nein, 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 nein. Zugriff gewährt. Oh. Boah, wie knapp. 11 Millisekunden. Alter. Okay. Wir sind soweit und haben die Bombe entschärft. Ich dachte, hier komme ich raus. Egit. Das war anscheinend sein Geheimversteck. Also ich muss jetzt hier wieder durch diese Kanonen watschen. Da liegt er übrigens. Und schläft. Alter. Ich spiele mitten am helllichten Tage wieder. Um viele Folgen Deus Ex zu haben. Dann habe ich nämlich Zeit ohne Ende und kann so nacheinander auch Folgen online bereitstellen. So, wo muss ich denn hin? Da. Wie komme ich da hin? Gar nicht. Ich laufe wahrscheinlich gerade einen vollkommen großen Umweg. Das Gefühl habe ich zumindest 300 Meter. Heilige, ist der weit weg. Willkommen beim automatischen. Okay. Hopp. Aus dem Weg. Ich muss mal eben rüber. Ich spring gerne über Leute. Oh, hier ist die Demo. Hinter der Barrikade offensichtlich, wo alles brennt und raucht. Alter Verwalter. Ach, da hinten sind sie.
Finde ich wiederum gut, dass sie das mit eingebracht haben. Gehe wieder einen Pluspunkt auf die Seite des Spiels. Kleine Details, die es in vielen Spielen leider nicht gibt. So Kleinigkeiten, die man sieht. Kugelschreiber zum Beispiel. Habt ihr irgendwo mal im Spiel mal einen Kugelschreiber gesehen? Sehr selten. Aua, au, au, au. Drücke ich auf Sprint und tut auf einmal mein kleiner Finger weh, ey. Hallo? So diese plötzlichen Nerven. Ich habe Nerven, dieses Spiel durchzuspielen. So. Ich weiß Ihre Hilfe wirklich zu schätzen, Adam. Aber uns läuft die Zeit davon. Wir müssen White finden, bevor er was in die Luft jagt. Lass mich doch mal ausreden. Wir können durchatmen. White liegt bewusstlos in der Kanalisation unter dem Revier. Gott sei Dank. Der Chief hat mich endlich ernst genommen und schickt ein paar Männer. Ab jetzt übernehmen wir. Großartig. Sonst noch was? Ach und... Es ist nicht viel, aber nehmen Sie's. Die Cops haben da diesen Kopfgeldtopf. Mir gefällt das zwar nicht, aber wer einen Polizistenmörder umlegt, bekommt eine Prämie. Ich bezahle mit dem Geld normalerweise meine Informanten, aber sie haben es sich verdient. Ich habe sogar noch was draufgelegt, weil sie ihn lebend geschnappt haben. Ist schön zu wissen, dass sie immer noch zu den Guten gehören, Jensen. Übrigens, Nikki, Whites Bombe war gar nicht explosiv, es war eine Gasbombe. Ich habe sie entschärft, aber sie sollten ein Räumkommando runterschicken, um auf Nummer sicher zu gehen. Ach, scheiße, das habe ich total vergessen. Ich kümmere mich sofort darum. Das Letzte, was wir jetzt brauchen, sind noch mehr Opfer. Mann, bin ich froh, dass ich sie heute getroffen habe. Dafür spendiere ich Ihnen bei Maggie irgendwann mal ein Bier. Wenn ich lang genug in Ihrer Nähe bleibe, färbt Ihr Ruhm ja vielleicht irgendwann auf mich ab. Ja, hört sich gut an. Passen Sie auf sich auf, Nikki. Nora 92 an Zentrale. Nieder mit dem Start. Zentrale, bitte kommen. Over. Ja, das wollt ihr eigentlich nicht. Helfen Sie Officer Nicholas, den Müll zu entsorgen. Wir sehen, 15.25 Uhr haben wir gerade hier. Und wir sind schon 18 Stunden in diesem Spiel. 18 Stunden? Ja, es kommt hin. Wir sind gerade in der 18. Aufnahmesession, glaube ich. Oder 17. Das dürfte, oder 16. 16, 17 ungefähr. Das dürfte tatsächlich hinkommen mit 18 Stunden. Alter, das Spiel ist länger, als ich dachte. Dieser Code 10. Ein Schalldämpfer. Ich nehme mal die... Die mal kurz fallen lassen. Von vorhin ist eine Gasbombe. So. Verzeihung. Schön auf die Maschinenpistole, dann passt das. Schicken Sie uns das IOD zur Räumung. Das Einsatzteam soll sich zurückhalten. Wir regeln den ganzen Block ab. Sicher ist sicher. Yeah. Over. 10-4, Nora 92. Danke für das Update. Warten Sie auf weitere Befehle. Zentrale out. So, Mission abgeschlossen. Wir gehen jetzt die 300 Meter wieder zurück, denn wir haben ja noch eine Hauptmission, die wir ausführen müssen. Gab es überhaupt ein Praxiskit dafür? Ja, es gab eins. Juhu. Wir können wieder was upgraden. Darauf trinke ich mal einen Schluck. Reduziert bewegungsbedingte Zielnachteile. Ist gut, wenn wir dann laufen. Wäre das schon mal nicht schlecht. Wobei Schleichoptimiere ist mir ein bisschen lieber, weil ich ja ganz gerne auch mal schleichen will. Nehmen wir den einfach mal. Ja. Ah, unten links auf der Karte übrigens sehen wir jetzt immer ein Flackern. Das bedeutet, wenn ich springe zum Beispiel, dann gibt es ja einen Geräuschkreis. Und vielleicht werden wir zusätzlich noch ein paar Informationen angezeigt bekommen. Upsala, Escape wollte ich nicht drücken. Ich mache es jedes Mal falsch. Aktivierung automatisch. Also das zählt dann für das Komplette und das ist dann halt das, was wir im Moment haben. Letzte bekannte Position. Oh, das ist aber auch nicht schlecht. Sogar alles automatisch. Dann werden wir Sichtfelder der Gegner als nächstes sehen. Oder nehmen, nicht sehen.
Warte mal. Haben wir doch. 3, 2, 4, 8. Ein bisschen zu viel. Alter, hab ich. Ich hab zwei. Okay, den brauchen wir auch. Die Maschinenpistole ist im Moment unsere megamäßige Hauptwaffe. Eine bessere haben wir nicht. Außer die Knarre selbst da links. Und dann haben wir noch Präzisionsgewehr und Shotgun. Ach, hier hat sich das aufgelöst mittlerweile. Ich könnte eigentlich auch hier mittlerweile drüber springen, ne? Ne, immer noch nicht. Muss ich 4 Meter haben. Ja, in der letzten Aufnahmesession, die irgendwie ein bisschen größer war, und diese hier wird auch, na, wird eine Stunde. Wird es auf jeden Fall. Langsam, ist gleich geschafft. Ne, der von Prodigy ist immer noch nicht da, schade. Rennt schon wieder einer auf mich zu. Ich bleib mal stehen und guck mal, was passiert. Lauf, Horace, lauf! Du wirst es schaffen. Wo will er überhaupt hin? Wo wollen sie denn hin? Am Seraph Plaza läuft eine Horde Unruhestifter Amok. Mehr weiß ich auch nicht. Außer, dass die Cops wahllos auf die Leute eindreschen. Achso, wir müssen erstmal Zugang zu Sandovals Wohnung verschaffen. Pritchard hat recht. Sandoval hat das Convention Center vor einigen Stunden verlassen. Er hat eine Wohnung an der Grand River Road, nicht weit vom Chiblabla Building entfernt. Ich muss mir Zugang zu seiner Wohnung verschaffen, um ihn zur Rede zu stellen. Ja, machen wir doch gleich. Was lacht denn da unten? Ach, nur Müll. Oh, ich dachte gerade jetzt irgendwie so rot aufleuchten. In der letzten Folge alarmiert. In der letzten Folge hatten wir ja Herzinfarkte gehabt. Hast du die Tür auch ganz sicher zugemacht? Ja, natürlich. Denkst du, ich bin bescheuert? Darauf erwartest du jetzt nicht wirklich eine Antwort, oder? Gegner. Die lassen wir mal außen vor, denn wir wissen. Da drin ist jemand. Der mir jemand umgenietet. Ein Praktikant. Alter, die Waffe schockt. Mit dem Schalldämpfer ist Porno. Ah, vielen Dank für deine Revolvermun. So, komm mal ein bisschen hier rüber. Hier steht so ein bisschen zu dicht an der Tür. So. Alter, ich sehe nichts. Meine Fenster sind zu hell. Das Licht scheint wieder hier rein. So, ich muss mich hier wahrscheinlich eher umsehen. Deswegen habe ich sie einfach mal kaputt gemacht. Aber ich... Toll. Echt mich mit Praxiskit locken und dann sowas. Wie fies. So, wir spielen jetzt eine Runde Schach. Da, das meine ich. So diese kleinen Dinge im Leben. Hey, Schrottmund, danke. Ein PDA. Hallo Bruder, ich habe den alten Safe ersetzt. Ich habe dem Ding nicht getraut, schon gar nicht diesen Gegend. Der neue Safe hat den Code 5463. Sei nicht gierig. Oh doch, das ist er. Mit Augenklappen. So. Gesell dich zu deinen Freunden. Na. Wen dann haben wir denn da? Splitterminen-Betäubungspfeile. Ja, die sind relativ gut für unsere Bun-Elektro.
Muss ich gleich wieder wegschmeißen hier. Deine Elektroschockpfeile will ich nicht haben. Die auch nicht. Ich bin kein Minenkämpfer. So. Was ist hier? Warum haben die das hier verriegelt? Das frage ich mich jetzt gerade. Aha. Oh. Pritchard, offenbar hat Sandoval sowas wie einen Geheimbunker. Ich werde ihn rausholen. Hoffentlich ist er noch da. Ja, und in der nächsten Folge holen wir ihn raus. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.